2K. A 2K Game. 2K Boston. Australia. Marine? Ultramarin? Blau? Hallo? Blind Squirrel Games. Grüße an Serunia gehen raus. Unreal Technology. Nvidia, it's meant to be to play, to be played. The way it meant to be played? La, 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 la. Das lese ich nicht vor. Dum, 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 dum. Ich freue mich. Neu, neu, neu. Tschüss, froh. Take two oder 2K? Das war's schon. Da würde ich sagen, neues Spiel, ha? Wir spielen Bioshock Remastered Version. Und ich freue mich. Neues Projekt. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob ich's hinkrieg. Neues Spiel. So, Moment, stell die Helligkeit so ein, dass die dunkelgraue Box gerade noch vom schwarzen Untergrund abhebt. Dunkelgraue Box. Hallo? Passiert nichts? Hä? Okay. Ne, nochmal. Neues Spiel. Da ändert sich nichts. Aha. So. Schwierigkeitsgrad auswählen. Ihr wisst es ja, ne? Leicht. Du bist ein Shooter-Neuling. Warum wachsen Kinder so langsam? Sie essen und trinken wie Schweine und geben nichts zurück. Ich muss einen Weg finden, den Prozess zu beschleunigen. Dr. Suchong. Suchong? Sicher. Warum? Ja, genau, habe ich schon. Ja, und jetzt? Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Sicherheitschef Sullivan. Okay, was? Keine Ahnung. 1960, Mitte des Atlantik. Ich habe so Angst. Scheiße, es ist doch The Forest. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, Ja. sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie Rauchen mir, im sie Flugzeug. hatten recht. Ja. Stimme ist gut. Es kommt gleich der rote Mann und entführt unser Kind. Bioshock. Ich habe so viel davon gehört und auch schon so viel davon gesehen. Ich habe es aber nur ganz kurz mal angespielt, um die Technik zu prüfen. Funktioniert. Ich spiele auf leicht, weil es ist nicht mein Genre, aber ich habe Spaß an der Story. Deswegen gucken wir mal. Und ich hoffe, dass es nach... Kann ich was tun? Nein. Das ist eine Handtasche und eine Perlenkette. Ja. Was ist das denn? Was war das denn? Aha. Ah, viel besser. Ach, oh, das bin ich schon. Ich spiele. Das jetzt. Guck mal hier, da ist so ein Leuchtturm. Ja, das ist doch gar kein Problem. Ja, ich weiß, ich habe Husten. Boah, Grafik finde ich geil bis jetzt, ne? Die Tropfen auf der Kamera und so weiter. Gefällt mir. Yay! Ja. Oh. Oh ja, steuert sich fluffig. Mag ich gerne. Da stand gerade was. Da stand gerade was. Ich hab doch. Hab ich V-Sync an? Da stand gerade was. Ah, keine Götter oder Könige, nur Menschen. Aha. Aha. No gods or kings, only men. Die große Kette. Die.
welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich, Andrew Ryan? Wo war denn jetzt die große Kette? Ja. Nein, wo ist die große Kette? Die große Kette. Aha. Okay, da sollten wir vielleicht nicht runter. Ja, ist ja gut. Aha. Aha. Ah ja. La 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 la. Kunst. Ach so, Kunst. Da steht wirklich Kunst. Industrie? Hm, so viel Englisch kann ich. Nein, ich kann wirklich gut Englisch, aber Wissenschaft? Okay. Ich kann springen. Kann ich schnell laufen? Nein. Okay. So, wir haben ja alles gesehen, oder? Ist hier irgendwas noch zu erkunden? Gibt's überhaupt Secrets? Ah, Tauchkugelhebel. Soll ich? Jawohl, ja. Ja! Okay. Okay, 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 okay. Bitte lass mich das Spiel durchspielen können. Bitte sei catchier als Cyberpunk. Weil... Okay. Falsche Fingertips. Incinerate. Ich bin Andrew Ryan. Hi. Und ich möchte Sie eines fragen. Ja? Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Alter, ist das geil. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu großem bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Was ist denn das? Da ist etwas. Ich tue jetzt ein bisschen überrascht, aber das Intro habe ich natürlich schon gesehen. Ja, großer Vater. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, niemand kommt ganz an der Lore vorbei. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Was sind Splicer? Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft. Wenn man das normalerweise in einem Spiel hört, dann ist man selten selbst gemeint, sondern halt eben der Gegner, der kommt. Aber das sind wohl die Splicer. Du kannst dein Spiel jederzeit über das Pausenmenü speichern. Jederzeit. Das ist geil. Das ist echt geil. Gibt's auch ein Schnellspeichern? Läuft. Bitte den PC nicht ausschalten. Gut. Spiel gespeichert. Kommt jetzt hoch. Oh oh. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Ich wollte hier nicht einbrechen. Ich kann nichts tun. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Oh. Deswegen Slicer. Mhm. Die Slitzer. Slitzer. Borderlands 3 habe ich auch. Aha. Weiblicher Splice. Ja. Die sieht also nicht sexy aus. Ich kann mich nur drehen. Ich kann nichts tun.
Aha. Jetzt kann ich etwas tun. Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Ja. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Ich auch nicht. Wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Richtig. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Das ist sehr nett. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Sollte passieren, dass sich einer der feindlichen Bewohner von Rapture tötet, du hast in der letzten Wiederchamber, die passiert hast, weiterbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt. Du hast immer auch zumindest eine kleine Menge Eva? Ich hätte auch gerne eine kleine Menge Eva. Obwohl, ich habe eine kleine Menge Eva. Wiederchambers funktionieren automatisch, müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Ah ja. Und jetzt? Wo soll ich denn hin? Danke. Aha. Wow. Nur noch ein bisschen mehr. Da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammt, die Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Wow. Ach, die Hilfe von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Okay. Okay. Und nu? Ah! Okay. Ich hab sie nicht angefangen! So. Ah, F ist heilen. Okay, F muss ich von wegbleiben, außer ich brauch's. Lass mich raten. Alpha? Alpha. Sag mal, dieser Begriff, ne? M, was ist das? Aha. Okay, ich kann also nichts speichern. Mhm. Kartoffelchips? Komm. Ja. So, wir schauen uns mal um. Ah, da oben geht's hoch. Was ist das denn? Die Vision eines Mannes ist die Rettung der Menschheit. Ja, ist ja super. Ah, ich brauche ja im Moment nichts. Vielleicht gleich noch. Kann ich da hoch? Hier ist kein Alpha. Na, dann war es ja nicht so sehr Alpha. Aha. Was ist das? Was ist das? Plasmide verändern deine Gene und verleihen dir diverse Kräfte. Will ich das? Oh, ich muss wohl. Kannst du Kreaturen und Objekte in Brand stecken, Sicherheitssysteme veranlassen, deine Feinde anzugreifen, deine Gegner mit Elektroschocks zu malträtieren und vieles mehr. Ruf deinen Plasmid-Modus auf, indem du drückst. Mhm. Ums. Ah ja. Oh, okay, du kannst die Anzahl der gleichzeitigen verfügbaren Plasmide erhöhen, indem du bei einem Gatherer's Garden Plasmid-Slot kaufst. Alle Plasmide benötigen Eve. Jedes Mal, wenn du Plasmide findest, wird der blaue Eve ein Stück kürzer. Okay. Warum hab ich Eve? Okay. Oh, wie geil. Warum habe ich diese Prädikte? Ja, ich liebe Spritzen. Bleib ruhig, dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Nicht runterspringen. Warum springe ich da runter? Ich war das nicht. Der kleine Fichter sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich müsste wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat.
Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feig. Big Daddy? Hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Oh, oh, geiler Soundeffekt. Großer Vater. Wieso beschützt er mich? Also das unscharfe... Oh, was bist du denn? Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Alter. Geil. Echt. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Upsa. Noch nicht. Jetzt gehen wir nochmal da hoch. Auch wieder. Ja, das habe ich ja verstanden. Ja. Okay. Oh, ich finde das System, das die Menüführung so durchdacht, ne? Das würde ich mir bei. Das würde ich mir bei Cyberpunk echt. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe halt nicht so viel Eve, ne? Das wird natürlich alles mehr, deswegen möchte ich lieber das da machen. So, Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Was ist das denn? Nein. Ah. Upsa. Ja, super. Ja, toll. Ich schreibe mal schnell nochmal um. Okay. Fuck. Da sollten wir vielleicht schneller vorbei. Fische. Oh. Was ist das? Ist das ein Splicer? Oh ne, der ist schon tot. Auch seltsam aus. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Wo ist er? Ich hab ihn ja gesehen. Spiel nicht den Richter, Arschloch! Okay. Noch einer? Okay, Eve kriege ich wirklich genug, ne? Aber, das ist jetzt alle. Das brauche ich nicht. Ah ja, gut. Ja, wieder scheinbar weiß ich. Also hier werde ich wiederbelebt. Es gibt eigentlich immer nur diese Sachen, oder? Okay, ich sollte hier verschwinden. Den habe ich schon. Gut. Oh. Will euch jemanden kennenlernen?
Also der spritzt automatisch. Gut.